Der Stadtteil Uerdingen für mich hat viele Gesichter. Auf der einen Seite der Rhein, der beruhigend ist, wo man gerne Ausflüge macht, sich in Ruhe hinsetzt. Auf der anderen Seite die laute Industrie, die man hören kann. Und die vielen Möglichkeiten, die hier für die Bevölkerung gegeben ist. Von Vereinen, Sportaktivitäten, ja, all solche Dinge. Ich bin ja quasi Gründungsmitglied seit 1993, wo die Umstrukturierung war von einer Katastrophenschutzeinheit, der Regionale Brandschutz, der Wechsel in eine Freiwillige Feuerwehr. Und der Ortsteil Uerdingen hat uns damals aufgenommen und daraus ist ja der Löschzug Uerdingen entstanden. Und es ist interessant, über die Jahre zu sehen, wie so ein Löschzug, so eine Einheit wachsen kann. Technik ist das erste Stichwort, was man sagen muss. Was wir heute an Fahrzeugen haben, ist kein Vergleich mehr zu dem, was wir früher haben. Wir haben natürlich auch noch altbewährte Geschichten dabei, weil ich sage mal, ein Rad neu erfinden im Brandschutz ist sehr, sehr schwierig. Aber die Technik hilft uns natürlich. Da ist einiges neu gekommen. Also damals wurden wir für Großschadenslagen hinzugerufen. Heute haben wir einen eigenen Löschbereich. Der Löschzug Uerdingen hat, wie schon gesagt, verschiedene Sonderaufgaben wahrgenommen im Laufe der Jahre. Das fing damals mit einer Messgruppe an, woraus heute jetzt die SEG gemessen ist. Wir haben zwei Katastrophenschutzfahrzeuge für Messungen aller Art, für atomare, biologische oder chemische Stoffe und sind halt im ganzen Stadtgebiet, aber auch für die überörtliche Hilfe vorgesehen. Dann wurde eine Wasserkomponente, die Löschwasserversorgung, auf die Beine gestellt, wo wir auch schon viel mit unterwegs waren. Selbst bis Magdeburg haben wir Wasser gefördert und transportiert. Was natürlich dann auch wieder dafür spricht, dass wir neues Personal und jüngeres Personal. Wenn man immer nur Gewehr bei Fuß steht, ohne dass jetzt irgendetwas passiert, ne, dann ist das sehr, sehr schwierig. Nur üben ist nicht gut, man möchte es auch in der Praxis anwenden. Im Löschzug Uerdingen sieht erstmal so aus, dass wir mit zwei anderen Einheiten kooperieren, mit der Löschgruppe Gelb Stratum, mit der Löschgruppe Oppum. Wir haben ja sowieso Probleme, Nachwuchs zu bekommen, ehrenamtlich bei der Freiwilligen und setzen da natürlich auf die Jugend, aber auch in dem Alter ist die Jugend auch anders geworden und wir haben auch sehr da Nachwuchsprobleme. Brandschutzerziehung sieht ja einfach so aus, dass wir Kindergärten, ne, aber meistens Vorschulklassen von Kindergärten und Grundschulen einladen und dann auch Brandschutzerziehung unterhalten.
Was ich mir wünsche halt, ist, dass das Ehrenamt nochmal so einen kleinen Schub bekommt, über viele Jahre natürlich dann, durch den Wegfall von Wehrdienst, Zivildienst und für uns halt auch der Ersatzdienst, sind leider einige abgesprungen oder kommen erst gar nicht neu dazu, weil es halt fehlt. Ne? Man muss ja diese Aufgabe nicht mehr wahrnehmen. Und das wäre eigentlich so mein größter Traum und Wunsch, dass man sich wieder ehrenamtlich in vielen Bereichen, aber natürlich auch erst recht bei der Feuerwehr engagiert. Schön wäre natürlich, wenn wir wirklich mehr Personal bekommen würden, dass wir die Jugend wieder ein bisschen oder die Feuerwehr interessanter machen für die Jugend. Es ist halt ehrenamtliche Tätigkeit, da gibt es keinen Sold für, da gibt es sonst nichts, einfach nur Anerkennung. Und das muss so langsam wieder ein bisschen mehr. So, im ganzen Bereich der Feuerwehr, das ist ja nicht nur der Löschte Uerdingen, sondern auch die anderen Bereiche, wo die anderen freiwilligen Feuerwehren nehmen, da ist einfach der Jugendzuwachs ist sehr, sehr gering und da müssen wir einfach besser werden. Mehr Personal. Wir haben Equipment von der Stadt zur Verfügung gestellt bekommen, ohne Ende. Wir brauchen nur das Personal dafür. Die Kameradschaft ist ja bei Feuerwehren eigentlich immer das A und O, was es gibt. Viele Pastoren und Pfarrer sind ja sehr neidisch auf die Feuerwehr, dass man bei uns halt so einen guten Zusammenhalt hat gegenüber in so einer Pfarre. Die Kameradschaft ist wichtig und sie wird auch angenommen. Also bei uns ist keiner ein Außenseiter. Alle sitzen im selben Boot, alle im selben Boot auf derselben Ebene. Na, man ist füreinander auch da. Wir sind der Löschzug Uerdingen. Wir sind der Löschzug Uerdingen. Wir sind der Löschzug Uerdingen. Wir sind der Löschzug Uerdingen.